Herzlich willkommen von Boom Adventure. Ja, Thema Raubüberfälle. Eigentlich sind es ja keine, sondern sind das Trickdiebstähle oder allgemein Diebstähle. Mir selber ist da fast was passiert in der Nacht. Das erzähle ich dann aber später im Video. Jetzt will ich einfach mal das Thema anschneiden von diesen Überfällen, was es auch immer ist. Ich will euch ein bisschen auf die Gefahren hinweisen. Gut, also eine Masche von diesen Diebstählen oder wo man einfach abgelenkt wird, ist auf der Autobahn oder auf einer Schnellstraße. Da fährt einer neben euch her, signalisiert, dass irgendetwas mit dem Camper, mit dem Reifen oder was weiß ich, einfach nicht stimmt. Durch das, dass man ja vorsichtig ist, denkt man gar nichts Böses und der versucht dann, dass man eben anhält und dann geht man auf den Pannenstreifen oder die nächste Ausfahrt raus oder Raststätte, wo auch immer, und die halten dann auch an. Es sind dann meistens zwei Personen mindestens und einer kommt dann sofort zu euch, lenkt euch dann ab, will euch signalisieren, dass ihr aufsteigen sollt, dass ihr schnell zum Hinterradreifen geht, dass da was kaputt ist. Und dann geht ihr dahin, guckt dahin. In dieser Zeit, das merkt ihr dann aber nicht, geht der Beifahrer raus, geht zur rechten Tür und sucht sich da alles, was er schnell nehmen kann. Handtasche, Brieftasche, Handschuhfach. Das geht ganz schnell, keine 10 Sekunden. Und dann nimmt er das und verschwindet dann sofort wieder ins Auto. Und der andere lenkt einem so gut ab, dass man eben diese 10, 15 Sekunden abgelenkt ist, das gar nicht mitkriegt. Und und dann steigt er wieder aus, weil er merkt, okay, ich sehe jetzt da nichts. Und denkt dann, ja, jetzt fahre ich einfach länger. Ihr seid immer noch in dem Denken, dass da vielleicht was nicht stimmt. Und hab gar nicht gemerkt, dass man euch eigentlich in dieser Zeit beklaut hat. Ja, dann fährt ihr weiter und irgendwann merkt es dann. Meine Nachbarin ist das passiert, sie ist eine der wenigen, die Glück hatte, weil da nichts drin war. Ihre Handtasche lag dann irgendwann später auf dem Pannenstreifen und das konnte sie wiederholen. Es war alles noch drin, außer 20 Euro. Ja. Also das ist eine häufige Masche in Italien auch, in Frankreich, in Spanien. Und da müsst ihr aufpassen. Also Trickbetrüger nenne ich den mal. Dann das andere ist halt, wenn man meistens auch auf Raststätten da übernachtet oder in einem Einkaufszentrum, in einer größeren Stadt oder Agglomeration, da passiert es auch viel, man geht einkaufen. Und das geht keine 10 Minuten, ist der Camper aufgebrochen und alles rausgenommen, was man eben so an Wertsachen hat. Ja, da müsst ihr auch aufpassen. Also überall, nähere Stadt, Barcelona, Valencia, Milano, Toulouse und Marseille, wie sie alle heißen, da ist die Gefahr am größten. Und da müsst ihr immer, dass einer beim Camper bleibt, egal, ob ihr ihn abschließt oder nicht, da ist das Risiko am größten. Häufig vorkommt, dass euch die Fahrräder geklaut werden, wenn sie hinten am Camper befestigt sind. Egal, ob ihr sie abgeschlossen habt, die haben professionelle Geräte, die knacken dann ganz schnell jedes Schloss in 10 Sekunden und das Fahrrad ist weg. Also da müsst ihr auch aufpassen, das passiert ganz schnell. Immer mal wieder einen Blick auf die Kamera, auch wenn ihr am Fahren seid. Oder sie kommen sogar auf die Stellplätze oder einfach die Plätze in der App gekennzeichnet sind, die kennen die auch und kommen dann in der Nacht und klauen es dann halt. Also da höre ich auch immer wieder von fast jedem, der ein Rad hinten drauf hat und viel reißt, dass das früher oder später eben gestohlen wird. Ja, das ist so der Tipp. Was auch noch passiert ist, dass diese Schleichdiebstähle, das heißt, ihr übernachtet irgendwo und gerade die Ducatos, die bohren dann unterhalb vom Griff
von der vorderen Tür ein kleines Löchlein und so kriegen sie die Tür auf. Ihr merkt es gar nicht, das ist so leise. Und die nehmen dann alles raus, was sie gerade finden, und zwar vorne in der Kabine. Ja, deswegen lasst da nichts liegen, weder im Handschuhfach noch auf dem Sitz. Alle Wertsachen nehmt die zu euch hinten ins Bett rein, irgendwo, wo, weil da kommen sie nicht rein. Da sind sie eigentlich am sichersten. Aber nicht vorne liegen lassen, die räumen alles leer, was Wert hat. Also, da müsst ihr aufpassen. Manche machen eine Kette zwischen zwei Türen. Ja, kann man machen. Gerade wenn man in so Plätzen ist, wo die Gefahr am größten ist. Meine Tür ist ja immer offen, weil der Hund geht da rein und raus oder beide. Und ich habe die Angie, die da wacht, die ist eben draußen. Das ist eine Ausnahme. Ja, man hört oft vieles, dass auch die Hunde, die drinnen geschlafen haben, gar nicht gebellt haben, weil die sind so professionell. Ja, und das mit dem Narkosegas ist ein Märchen, weil das ist technisch gar nicht möglich. Wenn, dann machen die das vielleicht mit K.O., mit K.O.-Tropfen, dass sie da was reingeben. Aber den ganzen Camper füllen mit Narkosegas, das kostet unheimlich Geld und ist auch viel zu gefährlich, weil da kann man schnell eine Überdosis haben, dann würde man sterben. Das muss gut dosiert sein, das kann nur ein Anästhesist machen anhand des Körpergewichtes. Also das kann gar nicht funktionieren. Also von dem müsst ihr jetzt keine Angst haben. Ihr könnt von mir als CO2-Warner haben, da geht es dann mehr ums Gas. Ja, wie dem auch sei, also seid vorsichtig, gerade in diesen Ländern. Und das sind so meine Tipps. Und jetzt schauen wir aber so an, was ich so die Woche erlebt habe, wo ich durchgefahren bin. Kurzen Einblick, nicht so lange, aber doch viel Spaß beim Schauen. Wir sind nur ein Stück weiter gefahren, stehen etwas unterhalb Valencia auf einem Parkplatz. Es gibt mehrere solche Buchten. Am Wochenende ist hier die Hölle los, aber jetzt ist Montag. Ist weniger los, haben aber nur eine Nacht übernachtet, denn mir ist hier zu viel los. Jetzt gehen wir einkaufen. So sieht die Zufahrt aus. Man fährt hier durch einen Waldstreifen. Ein Stadtwald nenne ich das. Ich habe heute Radtour gemacht. Aber jetzt geht es da zum großen Einkaufszentrum in Valencia oder angrenzend von Valencia. Jetzt gehen wir mal essen in Spanien, und zwar Buffet, so heißt der Laden. Das ist der Preis, 13 Euro. Und hier gibt es Buffet, ganz viel Salat. Also es geht bis nach hinten, Pizza, alles kann man haben. Ah, wir sind gestern noch viel einkaufen gegangen. Ich habe mir einen Abzieher gekauft bei, wie heißt da, Nordauto, und sind dann aber nicht mehr weiter gefahren. Haben hier einen Scheißplatz in der Stadt Alfar oder wie die heißt. Spreche es vermutlich wieder falsch aus. Ja, wir sind jetzt halt da drin. Da ist noch ein Hundepark, aber ganz klein. Und jetzt muss ich aber raus, weil Stadt ist nicht so meins, der ganze Tag Lärm, abends zum Teil auch nicht schlimm. Ja, also so sieht das aus hier. Aber jetzt geht's zu einem Stausee.
War ja extrem. Ich hatte, glaube ich, noch nie so einen Radstand. Jetzt müsst ihr das mal anschauen. Krasse. So, jetzt fahre ich da runter. Nach oben, wir fahren jetzt auf die andere Seite des Sees. Da ist es einfacher zugänglich und glaube etwas schöner. Man kommt tiefer zum Wasser runter. Also gestern beim Runterfahren hatte ich die größte Verwindung, die ich jemals hatte. Das ist extrem, ihr habt es gesehen. Das waren die Bambusse. Da bin ich vorher durch, vom Weiten ab circa gesehen. Die Ulrike hatte da schon den Bammel. Ich gucke jetzt, dass sie hat Angst, dass sie da reinfährt, aber da gibt es ja genügend breite Spuren. Und jetzt machen wir Learning by Doing. Eigentlich nichts Gefährliches da, man muss auch nicht voll in den Schlamm fahren. So, jetzt kommt sie. Sie hat die Hosen geschissen voll. Ja, geht ja. Mit Handzeichen. Easy. Und, war's so schlimm? Mit Einweiser, super. Alles halb schlimm, oder? Ja, man muss es gemacht haben. Siehst es und denkst, also. Hast du Angst, du versinkst im Schlamm, hä? Erraten. Und da kommt schon die nächste kleine Herausforderung. Da muss man einfach ganz links bleiben.
Genau, das Rad ist halb in der Luft, tipptopp. Ja, das geht ja wunderbar. He? Alles immer halb so schlimm, wie es aussieht. So, das war's. Der ist geil. Bei mir hat der Bambus geknackt, aber da kann nichts hängen bleiben. Das ist halt Markise. Ja, die kommt, glaube ich, noch weg, oder? Na, Angie, bist du zufrieden mit dem Plätzchen? Also, hier stehen wir nun. Leichter Wind, schön angenehme Temperatur. Da ist der Staudamm und hier ist die Aussicht zum See. Hier hat es bedeutend weniger Fliegen. Darum sind wir vielleicht darüber gewechselt. Da sind ein paar Fischer, spanische Einheimische. Ja, und jetzt bleiben wir mal hier, ja. Jetzt schauen wir mal bei Ulrike rein. Ulrike, hast du die Unterhosen schon gewechselt? Das ging eigentlich. Nicht vollgeschissen? Nein. Wenn ich da vorne jemand habe, der mir gesagt hat, links, rechts, geradeaus geht. Also. Allein? Du glaubst doch nicht, dass ich da runtergefahren bin. Also du brauchst einen Freund, offenbar, einen Co-Pilot. Hä? Ich brauche einen Offroad erfahrenen Instruktor, so wie ich ihn gerade habe. Okay. Dann hast du halb so viel Angst, wenn du ihm vertraust, einfach fahren. Mach. Gut, gut. So lernt man's. Ja. So, wir fahren wieder weiter. Erstmal durch kleine Dörfer. Ja, ab und zu ist die Straße klein. Das ist unser neuer Platz. Wir sind wieder zurück ans Meer. Und zwar unterhalb Alicante. Da hinten ist Alicante. Das ist die Aussicht. Ja, man merkt schon, hier unten ist schon nicht mehr so grün wie weiter oben. Obwohl da hinten ist es noch grün. Aber sonst so die unbenutzte Erde, ja, okay, leicht grün. Da ist der Flughafen übrigens. Ja, das war eine strenge Nacht. Es hat sich herausgestellt, dass das so ein, ja, kann man sagen, ein Männerplatz ist, wo irgendwelche Dienste angeboten werden, was auch immer. Auf jeden Fall kamen immer Autos, fuhren so komisch umher und das hörte nicht auf. Von ab dann, wo es dunkel wurde, bis irgendwie morgens um eins oder noch länger. Ja, und dann ist sogar noch was passiert. Jemand hat versucht, in mein Camper reinzukommen. Ja, dann hat sogar noch morgens um eins einer bei mir geklopft. Weil der Sturm war, war die Angie vorne in der Kabine, weil die normalerweise bellt sie jeden an, der kommt. Aber die hat sich zur Ruhe gelegt und so hat dann eine geklopft. Ich gab dann da oben beim Dachfenster, das jetzt offen ist, habe ich rausgeschaut, mache ich immer, und dachte, ja, Polizei, oder? Meistens ist die Polizei, die was will. Selten, aber um 1 Uhr. Auf jeden Fall war da ein Typ, etwa 30-jährig, Rucksack, hat sich ein bisschen komisch benommen und dann hat er gesagt, ja, sein Handy, der Akku sei leer und über mir nicht reinkommen darf zum Aufladen und so weiter. Und mir war sofort klar, der hat was anderes im Sinn, das ist nur eine Masche, mein Handy, Akku unten um 1 Uhr, ja, kann es ja mal geben, aber muss jetzt der wirklich dringend geladen werden und das irgendwo bei einem Fremden, dass man da klopft, also von daher war mir klar, der will was anderes. Ich habe dann ihm gesagt, nein, er hat so Spanisch-Englisch geredet und nein. Und dann hat er irgendwann weitere Geschichten erzählt und habe dann gesagt, oh nein, lass dich nicht rein. Und hat er irgendwann sogar noch gesagt, ob ich hier bin wegen Sex und so. Und dann habe ich gesagt, nein, es soll jetzt gehen. Ja,
Auf jeden Fall habe ich ihn nicht reingelassen. Ich bin dann später aufgestanden und habe dann nochmal alles rundherum kontrolliert, weil ich lasse immer alles offen, aber das Mal habe ich geschlossen, weil die Angie auch nicht draußen ist. Habe dann alles abgeschlossen und bin dann wieder ins Bett und dann konnte ich dann vielleicht um 2 Uhr endlich einschlafen. War also eine strenge Nacht und schon vorher konnte ich nicht gut schlafen wegen Lärm und auch die Flugzeuge. Naja, jetzt ist mir klar, warum der Platz am Meer, was ja selten ist, keine da war. Die Ulrike hat uns den empfohlen. Früher war das anders, hat sie gesagt. Ja, nun, jetzt ist es so. Jetzt sind wir weitergezogen, natürlich gleich am Morgen früh wieder weg. Und jetzt zeige ich euch den neuen Platz. Das ist der neue Platz. Hier stehe ich. Ja, zwischen Freunden kann ich sagen. Da vorne ist der Willi wieder. Weiter vorne sind alle Spanier, die kommen immer hierher. Und ja, Fischer, die meisten, haben hier ihre Stammplätze. Bin direkt am Meer. Aber ich musste mich erstmal dran gewöhnen. Da auch eine nette Nachbarin. Sie winkt schon. Und ich musste mich erstmal dran gewöhnen, weil da stehen ganz viele Camper überall verteilt. Und ich bin schon lange nicht mehr mit so vielen zusammengestanden. Aber ja, ich habe hier meine Ruhe und ein paar Freunde sind auch hier. Der Ivo da drüben, mit dem war ich in Rumänien und Serbien. Und die Ulrike natürlich noch, mit der ich ja seit längerem jetzt schon unterwegs bin. Aber es hat auch viele Spanier hier. Die haben dann aber die besten Plätze. Ja, also... Jetzt, das ist so der Platz und jetzt bleibe ich mal hier. Irgendwie geht das schon. Und dann schauen wir weiter. So, das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bitte euch, den Daumen hoch zu drücken. Das hilft mir auch. Und auch wenn ihr es möglichst lange anschaut, das Video, das tut was zum Algorithmus dazu, damit YouTube mich dann auch mehr empfiehlt. Außer ihr findet mich scheiße, dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Ich versuche mein Bestes und viel Geld verdiene ich nicht, aber doch etwas wenig, damit ich ein bisschen entschädigt werde für diese Arbeit. Ja, wie auch immer, ich danke euch, wart ihr dabei und wir sehen uns wieder in einer Woche. Und tschüss.